Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Lootens und herzlich willkommen zu Borderlands The Pre-Sequel. Wir versuchen immer noch auf der Drakensang oder wie das Ding heißt, einen KI-Kern zu besorgen. Wir kommen der Sache aber immer näher. Wir sind hier schon fast so weit, die Antriebe abzuwerfen und dann sind wir schon bald am Kraftfeld vorbei und haben so gut wie unsere KI. Ne? Also es kann sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt erstmal weg mit den Triebwerken. Tschüss, Triebwerke. Haupttriebwerk abgeworfen. Schalte auf schrottigen Notbetrieb um. Nein, mein schönes Triebwerk. Ja, ganz ruhig. Genau genommen war der letzte Schritt gar nicht nötig, aber ich wusste, es würde ihn ärgern. Und da dachte ich, warum nicht? Gut gemacht. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Ich muss die frische Beute sortieren. Geh wieder in den Kernsystemraum. Dort kümmern wir uns um das Kraftfeld des Bootsmannes. Am schnellsten geht's durch den Triebwerksschacht. Ich habe gerade nicht zugehört. Ich habe mir das Feuerwerk angeguckt. Was ist? Ach ja, Maschinenkern. Ja, alles klar. ja, ich sehe schon. Maschinenkern betreten und dann kommen wir hinter das Kraftfeld. Wunderbärchen. Ich finde das wunderbar. So, Kraftfeldsteuerung finden. Immer dieses Finden. Ich bin doch so schlecht im Verstecken spielen. Also verstecken konnte ich mich immer gut. Hat mich nie jemand gefunden. Bis ich rausgefunden habe, dass mich nie jemand gesucht hat. Ah, da haben... Nee. Ach, da hinten. Hinter der Scheibe. Hinter die Scheibe. Nee? Ich hab mich verlaufen, hallo. Kraftfeldsteuerung? Irgendwo im Nichts? Irgendwo im Nichts. Okay, du Insekt. Achso. Jetzt ist Schluss. Ich schicke meinen besten Mann. Der macht dich fertig. Er heißt Poopdeck, weil er allen den Arsch aufreißt. Kapiert? Kapiert? Na, das kommt noch. Süße, öffne die Tür. Super Gag mit Poopdeck. Super Gag. Ja, wo bleibt... Poopdeck! Nein! Ups, sorry. Sollte ich die auch offen lassen? Was ist los mit dir, mein Schatz? Poopdeck hat immer so von dir geschwärmt. Oh, ich weiß. Okay. Armer Poopdeck. Das hat er wirklich nicht verdient. Mehr doch eigentlich schon. Ah, SMG. SMG gut. Ich muss irgendwann mal wieder meine Waffen sortieren. Naja, demnächst müssen wir auch wieder verkaufen und mit Mondstein neues... Neue Plätze im Rucksack freischalten. Da muss ich rüber. Da muss ich rüber. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Na, ich geh mal da runter. Sieht schön aus hier. Richtig heimelig. So, Mannschaftsquartiere. Wolf Saint, bitte mal ein bisschen aufräumen. Wir wollen hier durch. Weg mit dir. Das klingt so, als würde irgendwas aufladen. Der Laser schießt schon wieder. Sarpedon, hör auf damit. Lass den Scheiß. Hm, da war doch noch gerade einer. Irgendwo. Bip, bip, bip. Nee. Da will ich nicht lang. Falsche Richtung. So, der ist weg. Der Raider ist auch gleich weg. Hi. Bye. Weg. Mit dir. So, hat zwar ein paar Versuche gebraucht, aber... Ah, hi. Badass Gav. Ja, zum Glück schießt er nicht auf mich, sonst könnte das wehtun. Ja, einfach mal mitnehmen, was wir hier so finden. Gibt ja immer wieder Geld für, ne? So, reicht. Wir wollen ja schließlich die Kraftfeldsteuerung finden, um endlich unsere KI zu kriegen. Okay, da muss ich runter, wie es scheint. Hallo, jemand zu Hause? Bin da, wer noch? Keiner, sehr gut. Also mal Schalter umlegen. So, jetzt kommst du in den Kommandoraum.
Das war jetzt aber schon fast zu einfach, ne? Und ging so schnell. Weißt du was? Ich will, dass du zu mir durchkommst. Du sollst meinen Stiefel spüren. Meinen echten, nicht den aus Säure. Denn mir ist jetzt klar, dass das unrealistisch wäre. Das Letzte, was du spürst, soll sein, wie dein kräftiger Körper zermalmt wird. Besser. Ja. Wolf Saint, wir haben was zu tun. Du musst verstehen, dass diese Maßnahme nötig ist. Ja, wenn du meinst, Sarpedon, dass das nötig ist, dann wirst du das wohl so sehen, ne? Stampf, stampf, stampf. Ach, der Laser schießt schon wieder. Hoppala, Schockfass. Hätte ich mich fast selbst geschockt. Richtig schockierend, ne? Oh, ein Badass, Gav? Nee, wo bist? Da war doch irgendwo ein Badass. Du bist kein Badass, dafür tot. Wer von euch ist jetzt der Badass? Du bist der Raider? Ach, der hinten dran ist der Badass. Wo willst du denn hin? Du badassiger Badass, wo willst du denn hin? Wir sind noch nicht fertig, ne? Wir haben hier noch was zu klären. Ach, du bist auch ein Badass? Ja, das würde ich doch aussagen. Da gehe ich definitiv nicht runter. Hier hoch? Ja, hier hoch. Verkaufsautomaten, das wäre, glaube ich, theoretisch nicht schlecht. Was haben wir denn dabei? Ja, ich muss unbedingt mein Inventar, meinen Rucksack aufstocken. Das kann ich verkaufen. Kann ich, kann ich, kann ich. Kann ich, kann ich. Shotgun. Ja. Bitte. Die weg, die behalte ich. Ja, das müsste passen. Dann kann ich alles, was ich jetzt keinen Favorit hinzugefügt habe, verkaufen. Belastet dich dein vieles Geld. Nein, mein Geld belastet mich nicht. Meine Brieftasche ist so leicht, da könnte man denken, da ist gar nichts drin. So. Es ist schön, dass ihr immer geöffnet habt. Habt ihr auch Bier und Chips und so Sachen? Nicht? Dann ist mir egal. So. Jetzt bin ich erst richtig sauer. Willkommen zu deinem Tod, Landratte. Der Bootsmann. Das sieht doch echt nach Spaß aus. Spaßtisch. Okay, Moment. Der hat ein fettes Schild. Da tun wir erstmal schnell umrüsten, ne? Wenn schon das Spiel pausiert, während ich hier umrüste. Was haben wir denn dann noch? Oh, oh, gok, gok. Ah, ich weiß nicht. Die Entscheidung ist so schwer. Ich könnte mal den Raketenwerfer gegen den testen. Das wäre mal ganz lustig. Machen wir doch. Ja, komm. Mal schnell noch gucken. Pistole macht 47 Schaden. 15% Schockchance und 27 Schockschaden. Schockchance 6% und 15% Schockschaden. Okay. Habe ich sonst noch eine Schockwaffe? Nein. Dann ist die Pistole wohl ideal. Gegen den Bootsmann. Gut, machen wir. Aber Wolf Saint dürfen auch mitspielen. Ja, so geht sein Schild doch recht schnell nach unten. Ja, aber die Generatoren müssen weg. Gut, dann ist der Raketenwerfer nicht so geeignet. Ich renne mal kurz. Raketenwerfer weg. Dafür mal ein SMG rein. Das hatten wir ja auch noch nicht. Oder sehr selten. Oh, oh. Was war das denn? Ah, danke, dass du freiwillig kommst als Opfer. Ja, jetzt tu mal nicht so. Ich bin hier ein bisschen umzingelt. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Alter Verwalter, was soll der Scheiß? Könntest du ein bisschen näher kommen, bitte? Was ist denn hier los? Ich renn mal. Und du gehst mir aus dem Weg. Also das SMG gefällt mir. Was schießt denn da auf mich? Herrgott. Alter, was soll denn der Mist? So, könnte mal einer herkommen. Du zum Beispiel. Da war ja nichts dabei. Jetzt tu mal nicht so. Das war echt knapp. Schon wieder. Hölle, Hölle, Hölle. Also jetzt erstmal weg mit den Dingern hier. Die laden ihn immer wieder auf. Das gefällt mir nicht.
Lass du das mal, ich bin hier beschäftigt. Wolf Saint, bitte, bitte. Ich brauche euch unbedingt hier. Das ist ja echt hart hier. Ach, stör mich nicht. Ich hab dir doch gesagt, ich bin beschäftigt. Hey, was willst du denn hier? Mit dir will ich nicht spielen. Oh. Oh, 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 oh. Aus die Weg! Oh. Hier läuft was krass falsch. Hier sollte irgendwo... Das ging jetzt schnell! Okay. So hart habe ich den Captain gar nicht in Erinnerung. Oh, er ist so hart. Und so groß. So ein Arsch! Ja, möchte ich gern. Aber diese Schilddinger hier sind echt Nervensägen. Und du bist auch eine Nervensäge. Diese scheiß Schildgeneratoren müssen weg. Die müssen unbedingt weg. Okay, Schild hält noch. Vielleicht nehme ich doch den Raketenwerfer, nur um die Schildgeneratoren zu zerstören. Die müssen nämlich alle weg, bevor ich hier den Captain angreifen kann. Ja, ich könnte ihn schon vorher angreifen, ist schon klar, aber... Wenn sich seine Schilde immer wieder aufladen, ist das Spiel doch dann ein bisschen sehr lustlos für mich. Weg damit, weg. Oh, oh. Schildgenerator dreht sich in meine Richtung, das heißt ja. Das Arsch kommt auf mich zu und schießt ziemlich stark auf mich. Oh, 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 oh. Nein. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber... Oh, bitte, bitte, komm her, komm her, komm her. Lauf! Also den Bootsmann darf ich echt nicht unterschätzen. Oh, 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 oh. Kack, Bootsmann! Lad nach, lad nach! Heftig! Ich glaub, du bist durch. Ich hoffe mal nicht, dass der durch Wände schießt. Das wäre sehr ungut. Ach komm schon, Wolf Saint, ihr seid extrem wichtig für mich. Nee. Scheiß Geschütz, geh kaputt, geh kaputt! Geh kaputt! Ich glaube, es ist kaputt. Hui, 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 hui. Das ist der härteste Kampf seit langem in diesem Spiel. So, und ihr verpisst euch jetzt erstmal. Ich hab mit eurem Boss zu reden. Aus! Was geht denn hier? Ab! Ich stampf euch in den Boden, ihr... böse Schimpfworte ausstoß und so, ne? So, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Ich hab keine Laune mehr. Fertig mit lila Laune, Bär. Oh, oh. Könnt ihr mal aufhören damit? Ja, ich bin echt langsam stocksauer. Ja, verwechseln bitte. Ich renne mal wieder ein bisschen. Wolf und Zenz sind weg, das gefällt mir nicht. Verfolgst du mich etwa? Ich glaube, der verfolgt mich. Wo ist denn der Bootsmann gerade? Ich glaube, der schwebt hinter mir her. Nee. Bootsmanni, manni, manni. Money, money, money. Da ist er. Ich will endlich dein Schild unten haben. Weg mit deinem Schild. So, Schild ist weg und jetzt bin ich... Oh, tot. Gegner, Gegner, Gegner. So, was ich gerade wollte. War. Schild ist weg. Das heißt, ich nehme den Raketenwerfer. Boots, money, money, money. Du störst mich jetzt nicht. Holla die Waldfee. Treffen sollte man auch noch. Leb wohl, meine süßes Kind. Ich mach's. Du hast mich nie verraten. Ich hab's. Nein! Jetzt musst du kommen und diese Tür öffnen, Kammerjäger. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen!
Hat aber auch lang genug gedauert. Und aufgelevelt bin ich auch noch. Das ist ja echt schön, 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 schön. Ach, jetzt kriegen wir endlich unsere KI. Endlich. Endlich, endlich. Also einmal nach oben. AI, hab. Aua. Dann jage ich noch ein Eisfass in die Luft. Gibt's ja gar nicht. Bevor wir aber den Raum betreten, möchte ich noch kurz das Update machen. Das wäre noch ganz lustig. Oh, endlich. Endlich. Auslöschungsprotokoll. Jetzt sehen wir nochmal, was das macht. Nee, da. Kämpfe und dein Leben wird ersetzt durch Auslöschungsprotokolle. Während die Auslöschungsprotokolle aktiv sind, kannst du langsam gehen, deine Waffe abfeuern und permanent Gegner in der Nähe mit Elektroschocks verwunden. Wenn die Zeit abgelaufen ist, löst dein überlasteter Energiekern eine Atomexplosion aus. Ja, ich werde niemals aufhören, solange bis du tot bist. Es klingt schon mal sehr interessant. Also ich bin sehr gespannt, was passieren wird, wenn ich das benutze. Es wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Moxys Pizza. Ich liebe Moxys Pizza. Die QR-Codes kann man im Übrigen einscannen. Theoretisch. Habe ich jetzt noch nicht... In diesem Spiel habe ich es noch nicht probiert, aber beim letzten Borderlands hat das sehr gut funktioniert. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das für eine, was für eine Meldung kam. Egal. Wir wollten ja hier was erledigen. Wir wollten was erledigen. Hallöchen. Ah, hier geht's lang. Ja, das schaffen wir noch in der Folge. Komm schon. Da kriegen wir hin. Wow, die Skipper-Tante ist eine KI. Da brat mir doch einer meine Socken. Du hast es erfasst, Junge. Du bist gescheit. Der Bootsmann alias Keith war mal KI-Techniker bei Dahl. Er hat das hier aus mir gemacht, als er nicht so recht bei den Ladies landen konnte. Ich will diesen Militär-KI-Kern. Wo ist er? Du stehst vor ihm. Ich war mal Militär-KI, hab das Schiff gesteuert in besseren Zeiten, bis der Bootsmann mich zu seiner Gefährtin umprogrammiert hat. Wenn du mich an etwas Interessanteres als dieses tote Schiff anschließen willst, bin ich gern dabei. Hier gibt es zu viele schlechte Erinnerungen. Was? Die heiße Tussi ist in Wahrheit eine Ex-Militär-KI, die zur Fake-Freundin von einem Computerfreak umprogrammiert wurde? Gekauft! Schnapp dir die Schönheit und dann los. Wir haben verdammte Roboter zu bauen. Genau, wir haben Arbeit. Achso, Konsole. Alles klar. Fertig. Steck mich ab. Ja, Baby, ich steck dich ab. Und ich werde ganz sanft sein. Yay! Wir haben es geschafft. Und es gibt einen weiteren Waffenslot. Das ist so schön. Jack, hier Lilith. Die gute Nachricht. Wir haben eine alte Dahl-Roboterfabrik gefunden. Sie steht fast völlig leer. Wir geben sie dem Kammerjäger aufs Echo. Die schlechte Nachricht. Die Skeffs, die dort hausen, mögen uns nicht. Hey, ist doch super. Außer, dass auf euch geschossen wird, natürlich. Gut gemacht. Danke. Wir melden uns, sobald wir mit den Kerlen fertig sind. Wird schwieriger, als es klingt. Hallo, funktioniert dieses Ding? Kammerjäger, du musst die Produktion in dieser Fabrik wieder hochfahren. Ich kenne die Fabrik, die er meint. Ich kann dich leiten. Zuerst musst du mit dem Zug fahren. Ich mag Züge. So, aber das machen wir auch erst das nächste Mal. Beziehungsweise das werden wir so das nächste Mal nicht machen. Das nächste Mal werde ich mich erstmal wieder Nebenmissionen widmen. Mal gucken. Theoretisch könnten wir das machen. Das klingt doch gut. Ein Geheimnis. Ich mag Geheimnisse. Und wir haben jetzt tatsächlich noch einen Waffenslot. Das heißt, wir können eine Waffe mehr ausrüsten. Das ist wunderbar. Das geht mir doch richtig das Herz auf. So. Also, nächstes Mal heißt es denn... Datengerät, Missionsgegenstand. So, Geheimraum. Ein altes Dahl-Datengerät. Also, nächstes Mal machen wir das. Und bis dahin sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, eine Bewertung dazulassen. Ich muss das erwähnen, ihr macht das sonst nicht. Und einen Kommentar schreiben, das macht ihr nämlich auch nie. Bin ich stinkig auf euch. Und in dem Sinne sage ich einfach mal Tschüssikowski, ne?